Einen wunderschönen Willkommen zu einem Angespielt mal wieder. Und zwar heißt das Spiel Unbox. Ja, es heißt Unbox. Wir gucken mal, wir wählen jetzt erstmal hier die Sprache aus. Ich guck mal noch währenddessen. Was ist Unbox? Oder andersrum, ich muss mal von der anderen Seite anfangen. Ich habe den Key zugesandt bekommen vom Publisher bzw. vom Entwickler und ich habe einfach nachgefragt. Ich fand es eigentlich so knuffig, wenn man so die Screenshots sieht und sich eigentlich keine so richtige Meinung bilden kann von so einer Sache. Ich fand es halt knuffig, wie es aussieht, und es klang auch sehr recht interessant. Wenn ich das hier so halb übersetze, ne? Unbox ist ein retro-inspirierter Physik-Plattformer, um solche Cardboard-Boxen, ne? Also sprich aus Karton, gefalteten Karton-Boxes. Und wir sollen ihm halt ein episches Singleplayer-Abenteuer wir sollen uns daran laben und ergötzen. Und das möchte ich mir einfach mal mit euch angucken. Ich habe es bis jetzt noch gar nicht gespielt. Also ich bin bis jetzt nur bis hier gewesen. Wir schauen mal, was wir hier machen können. Man sieht es hier, das ist gar nichts gewesen. Ich hatte hier nur ein paar Sachen eingestellt, wie eigentlich hier nur den Bildschirm. Und wollte dann noch wieder raus, was ich auch gemacht habe, um dann, was soll ich sagen, zustimmen und anwenden. Ich kann gar nichts mehr. Was? Siehst du, geht schon los. Ist alles soweit eingestellt. Und um mir das dann anzugucken. Also das war der Bildschirm. Und warum ist meine Maus jetzt hier nicht da? Hä? Jetzt ist sie da. Okay. So, was haben wir denn? Gesamtqualität eigene. Schatten machen wir mal ultra. Ich bin hier mal ganz, ganz ultra optimistisch. Ja, das Spiel selber basiert auf der Unreal 4 Engine. Und da bin ich ja mal gespannt, was man da aus der ganzen Geschichte rausholen kann. Max FPS ist klar, V-Sync machen wir mal an, wegen irgendwelchen Schmieren und sonstigen. Ja, ich bin sowas von sicher. So, dann haben wir noch den Ton. Der Ton, der sollte eigentlich einigermaßen passen, aber wir werden den mal, zumindest was die Musik betrifft, ein bisschen runtersetzen, ne? Ja, zustimmen und anwenden. Jawohl. So, Steuerung, das ist ganz wichtig, damit wir wissen, wie das aussieht. Tastenbelegung. Nach links bewegen, also wir haben die Standard WSAD, Maus zum Hin- und Hergucken, Springen ist Leertaste, Auspacken links, Absteigen rechts, R für Neustarten, Eingabe aktivieren, das mittelste Maustaste, Zielanzeige links, rechts ist irgendwas mit Scrollen und wir werden es schon hinkriegen. Ich mache mal hier einfach abbrechen, wäre dann gar nichts. Und was haben wir denn hier? Gamepad, Kamera, ach so, wie schnell das mitschwenken soll. Dann lassen wir uns einfach überraschen. Das lassen wir mal auf Standard. Okay, dann würde ich sagen, wir starten gemeinsam ein neues Abenteuer, oder? Was meint ihr? Oh, kultig sieht es ja schon mal aus, finde ich. Bam, bam, bam. Ja, letztendlich den Key habe ich bekommen. Oh Gott, da gibt es jetzt eine neue Version. Siehst du, ich kann jetzt ja gar nicht mal nachgucken. Also es gibt jetzt am 24. Es gibt ein kleines Embargo da drauf, dass es erst am 24. gezeigt werden soll. Heute haben wir den 22. Was haben wir heute? Warte mal. Ich kann... Pst. Der globale Postservice steckt in Schwierigkeiten. Mhm. Ständig gehen Pakete verloren und bald werden sie pleite sein. GPS hat drastische Maßnahmen ergriffen, um sich zu retten. Mithilfe einer mysteriösen Technologie haben sie den ultimativen Postservice erschaffen. Selbstliefernde Pakete. Cool. GPS setzt große Hoffnung in dich. Viel Glück. Ja, was sollen wir machen? Sind wir jetzt ein Paket oder was? Guck mal, die können sogar selber ihre Gabelstapler fahren. Glaubst du, das neue Paket schafft es, Bounce?
Vielleicht. Der Präsident von GPS meinte, es wäre viel intelligenter als wir. Tja, das würde ich doch wohl hoffen. Was? Wir sind ja total intelligent. Genau. Was zu beweisen war. Solange das neue Paket beweist, dass wir bereit sind, bin ich zufrieden. Und, sind wir bereit? Sind wir bereit? Sind wir bereit? Sind wir bereit? Oh, 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 oh. Kartonproduktion gestartet. Na, 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 na. Da kommt es. Das ist ja ganz normaler Karton hier. Hallo, Nubi. Wahoo, schön, dich kennenzulernen. Ja, wie heißen wir denn eigentlich? Daten werden abgerufen. Hallo. Wir haben einen wichtigen Auftrag, Nubi. Lass mich raten, ich muss mich ausliefern. Mit deiner fortgeschrittenen Technologie könntest du GPS retten. Wir qualmen vor allem immer noch hier. Viel Glück, Nubi. Nur weil wir gescheitert sind, heißt das nicht, dass du es nicht schaffen kannst. Darauf, ne? Ein Strohhalm. Erfolgswahrscheinlichkeit, das möchte ich lieber nicht sagen. Ach komm, nicht so pessimistisch sein. Bevor wir dich losschicken, müssen wir dir beibringen, wie man rollt, springt und auspackt. Das sollte man lieber andere Leute auspacken. Okay, ja. Also springen können wir schon mal und rollen. Ist ja cool. Komm, komm. Komm, wir glitschen uns. Was? Wow, sieh dich einer an. Achso, Leertaste. Unbeschädigte Ecken, keine Schramm und ein lieblicher Geruch nach neuem Paket. Ich muss deine Grundfunktion testen, bevor ich dich zur Rettung von GPS losschicke. Rollen kannst du problemlos, also möchte ich dich ja jetzt springen sehen. Na klar, kriegen wir hin. Springe Space über einige Hindernisse und finde mich. So, jetzt ist er weg. Wir sollen über einen hier hinten. Ja, hier, komm. Ja, komm mal hier. Ach, siehst du, wir kommen. Uah! Okay, das war. Warum sind wir auf einmal so hochgesprungen? Ach, da bist du ja. Einfach. Wenn du schneller rollen willst oder eine niedrige Mauer im Weg ist, springe, um das Problem zu lösen. Du kannst auch Auspacken verwenden, wenn dir hohe Mauern im Weg stehen. Auspacken ist ein Doppelsprung. Du kannst ihn 6-mal verwenden. Wenn du Auspacken nicht verwenden kannst, musst du etwas Gesundheit aufsammeln. Verwende Auspacken und triff mich auf der anderen Seite des Beckens. Fall nicht hinein. Okay. Oh, guck mal, was ist das da? Versuche dich zu entkommen und lerne Auspacken, Jubi. Toll. Gut gemacht. Jetzt verwende Auspacken, um auf die andere Seite zu gelangen. Was ist das da unten? Ach so, das ist der Pfeil. Ah, noch einfacher. Mit Auspacken kannst du ein paar tolle Sprünge hinlegen. Wir fühlenden Pakete können auch knallen. Knallen lässt dich schneller fallen, wenn du in der Luft bist. Wenn du Knallen noch gedrückt hältst, wenn du auf dem Boden aufschlägst, erwischst du damit Gegner oder Objekte in der Nähe. Knalle auf die Taste, um den Aufzug zu öffnen und mich unten zu treffen. Vergiss nicht, halte Knallen, während du in der Luft bist, um hart auf den Boden aufzukommen. Okay. Wen haben wir denn hier? Warte mal. F. Wow, du bist das zweitgrößte fühlende Paket, das ich je gesehen habe. Ja, das freut mich aber. Ungemein. Fass diese grün leuchtenden Kisten nicht an. Das ist Nitro und Nitro ist hochexplosiv. Verwechsle es nicht mit Gesundheit, denn Gesundheit dreht sich und Nitro nicht. Okay.
Ein Goldband. Och, nicht schon wieder, bitte. Ja, ich weiß, ich muss knallen lernen. Ach, da muss ich knallen lernen. Gute Arbeit, Nubi. Ich habe doch einen Namen. Warum heißt sich denn Nubi hier? Wer bist du denn eigentlich hier? Komm schon, Nubi, knalle einfach auf die Taste. Wenn du in der Luft bist, halte Knallen gedrückt. Ja, das habe ich ja doch gemacht. Checkpoint. So. Kommen wir hier rüber? Na. Das heißt, wir kommen hier später nochmal hin, so wie es aussieht. Es ist offen. Ich hab's gerade. Ach, Mist, ich hab's gerade gesehen. Oh. Du hast ein ganz schönes Chaos angerichtet nach diesem Knall. Mach dir keine Sorgen ums Aufräumen. Wir lassen es später Gnash machen. Okay, wer auch immer Gnash ist. Du scheinst mehr als bereit zu sein, GPS zu retten, Yubi. Hier sind noch ein paar letzte Tipps, bevor es zu den Paradise Isles geht. Wenn du mal nicht weiter weißt, komm zu mir. Ich werde dir immer einen Rat oder Hilfe geben können. Wenn du feststeckst, liefere er dich selbst an einen Kontrollpunkt, okay? Wechsle die Perspektive Q, um dich selbst besser zu sehen. Wenn du Informationen über eine Welt brauchst, verwende Tab. Nun, dann auf die Paradise Isles. Es ist eine lange Reise, also senden wir dich in dieser riesigen Kiste dorthin. Hüpf rein. Wo denn? Was? Hast du die Schneiderei Swift schon besucht? Nein, habe ich nicht. Wenn du einen neuen Hut anprobieren möchtest, gehe zu Swift. Okay. Kommen wir da hinten? Oh, okay, wir können nicht da hinten. Wir müssen Paradise Isle erkunden. So. Wer bist du denn? Ah. Oh, hallo, du da. Hüpf in die Kiste, dann schicken wir dich auf die Paradise Isle. Okay, wir gehen rein. Auf dem Weg auf die Paradise Isle, Newbie. So, weiter. Jetzt bin ich mal gespannt. Das war das Tutorial. Und jetzt sollte es dann wahrscheinlich hier richtig Action geben. Bam, 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 bam. Das ist aber ein langer Ladebildschirm. Muss die Grafik richtig gut sein. Komm, los. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ein Ladebildschirm. Oh mein Gott. Und sonst so? Bam, 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 bam. Jetzt geht's weiter, oder? Absturz? Nee, weiter? Nee. Die Uso Ventuno. Nichts geht über eine leichte Meeresbrise, um den Karton aufzufrischen. Vor allem den Karton. Von tödlichem Meereswasser umgeben zu sein, ist etwas unheimlich. Newbie, wir sind bald auf den Paradise Isles. Du bist sicher aufgeregt, nicht? Och, naja. Naja. Ich habe gehört, dass ein paar Wildcards dort Probleme machen könnten. Mhm. Das sind böse Pakete, Newbie. Sie sind anders als wir guten Pakete. Das sagen bestimmt die bösen Pakete über sich auch. Wenn sie dich sehen, werden sie dich angreifen. Aber hoffentlich wird es nicht dazu kommen. Pass auf die Wildcards, greifen an. Ach so. Was, jetzt? Keine Sorge, Newbie. Ich wollte nur deine Reflexe testen. Wie sieht das aus, Digi? Wo ist ein Digi? Ja. Scannen. Paradise Isle geortet. Hui. Scheint doch ein bisschen größer zu sein, oder? Ist das sowas wie ein Sandbox-Open-World-Dingens hier, oder? Willkommen auf dem Paradise Isle. Du musst das neue Paket sein, über das Bounce gesprochen hat. Du bist viel größer, als du im Fernsehen ausgesehen hast. Fernsehen? Was ist denn mit mir los hier? GPS glaubt, dass du es schaffen könntest, das Unternehmen zu retten, aber zuerst musst du auf die Probe gestellt werden. Immer noch? Bounce hat mir aufgetragen, dir drei einfache Aufgaben zu stellen, bevor ich dich auf Erkundung gehen lasse. Als erstes testen wir deine Beweglichkeit. Fangen wir an. Sammle dieses magisch schwebende Silberband so schnell ein, wie du kannst. Oh, und nicht auspacken. Ich möchte wissen, wie schnell du bist, nicht wie hoch du springen kannst. Okay, lass es rollen. Sammle alle silbernen Klebebänder ein und falle nicht ins Wasser. Okay.
Nein! Ah! Nochmal von vorn? Oh, den. Alter, müssen wir ja auch. Wow, ja. Ist ein bisschen kompliziert, weil der ist ja nicht rund, wisst ihr? Herausforderung gemeistert. Jawohl, ja. Der ist ja nicht rund, also der verhält sich natürlich auch ein bisschen seltsam beim Langrollen, ne? Wow, du bist schnell. Mein Lieblingsmoment dieser Herausforderung ist, wenn das Band Ding macht. Diese zweite Herausforderung testet deine Genauigkeit mit unserer alternativen Lieferlösung. Feuerwerk. Manchmal bezahlt ein Kunde extra für eine schnelle Lieferung. Los geht's. Zunächst musst du Feuerwerk ausrüsten, indem du in eine Waffenkiste reinrollst, okay? Wenn du ein Feuerwerk geladen hast, feuere es ab, wenn dein Zielsystem grün wird, okay? Grün bedeutet, dass du ein Ziel anvisiert hast und das Feuerwerk das Ziel treffen wird. Rot bedeutet, dass du ein Ziel anvisiert hast, aber etwas dein Feuerwerk in die Quere kommen könnte. Triff alle vier Ziele, um den Test zu bestehen. Einfach. Feuerwerk, okay. Ach so. Ah, ist ja nicht schlecht. Na? Und? Ja, Herausforderung gemeistert. Das so schnell kann es gehen. Schauen wir mal. Wow, du bist gut darin, Dinge abzuschießen. Aber sowas, jahrelange Übung, jahrelange Übung. Bist du sicher, dass du vorher noch nie Karton Duty gespielt hast? Call of Duty, Karton Duty, versteht sie natürlich. Im letzten Test geht es um das Lösen von Rätseln. Ich wurde angewiesen, dich in einen unzerstörbaren Käfig zu sperren und zu sehen, ob du entkommen kannst. Klingt nach Spaß. Versuche aus dem Käfig zu entkommen und triff mich oben bei der Brücke. Wenn du nicht weißt, wohin du gehen sollst, folge dem magisch schwebenden Pfeil. Viel Glück. Entkomm aus dem Käfig, dann folge den Anweisungen von Zippy Nummer 52. Mhm. Das war jetzt nicht die Lösung, oder? Oh nein, da ist dieses komische Paket, das uns immer stört. Mit einem Cowboyhut. Knalle es lieber weg. Wir haben keine Zeit für komische Rätsel. Einfach so angreifen? Das macht doch gar nichts. Das sieht aus wie eine Mumie, hä? Was? Ich musste etwas wie. Oh, ach so, der ist schon. Oh, guck mal hier, Quietscheentchen. Ach so, Schalterbrücke. Ach, wir können nicht. Okay, dann müssen wir mit dem Fahrstuhl fahren. Aber es sei denn, hier sind ein paar Sachen versteckt. Nee, sind. Was? Komm runter, Fahrstuhl. So, jetzt aber. Da. Checkpoint. Okay, an Checkpoints wird immer gespeichert. Triff mich einfach beim Schalter. Ja, hier. Ich glaube, wir können jetzt endlich auf die Insel. Wow. Unbox Newbies Adventure. Gut gemacht, du hast deine erste Herausforderung mit Bravour bestanden. Du bist bereit, Herausforderungen abzuschließen, Marken einzusammeln und Spaß zu haben. Weißt du, mein Bauchgefühl sagt mir, dass nichts Schlimmes passieren wird. Okay, es passiert jetzt was Schlimmes. GPS sucks. Etwas Schlimmes wird passieren, Boss Wild. Oh, 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 oh. Ach du heilige Knitterfalte, du bist es. Der lächelt ja immer noch fröhlich. Knitterfalten sind jetzt dein geringstes Problem. Bounce.
Yubi, das ist der böse Bandit Wild. Für euch heiße ich Boss Wild. Hey, neues Paket. Du solltest dich mir und meiner Rebellengang den Wildcards anschließen. Die Wildcards möchten GPS zerstören. Hilf uns dabei, sie aufzuhalten. Typisch GPS. Immer nur Pakete herumkommandieren. Wir waren es satt, wie Objekte behandelt zu werden. Und jetzt wird GPS dafür bezahlen. Schließe dich uns an, Yubi, und kämpfe für die Freiheit. Tja, lass mich raten, wir können auch noch entscheiden, oder was? Denk darüber nach, Yubi, ich muss weg und für Chaos sorgen. Die Paradise Isle werden nur so von Wildcards wimmeln. Du wirst dich vielen Herausforderungen stellen müssen, Yubi. Sei dort draußen vorsichtig. Die Wildcards haben sogar diesen Ort gefunden. Die Mystery Box mal wieder. Was soll ich als nächstes tun? Haben wir die nicht vorhin K.O. Nee, das war mit den Entchen, ne? Im Käfig und konfus Herausforderung gemeistert. Du schließt dich doch nicht Boss White an und den Wildcards an, oder, Newbie? Ohne dich auf unserer Seite wird GPS scheitern und die Wildcards beherrschen die Welt. Der Zustellung. Bounce möchte, dass du Marken sammelst, um deine Ausbildung abzuschließen und Boss Wild zu besiegen. Du erhältst Marken, indem du Herausforderungen abschließt oder die verborgenen Marken findest, die auf der Insel verstreut sind. Du hast meine Herausforderung abgeschlossen. Hier ist deine erste Marke. Danke. Gelange mit Auspacken zum Sieg, Yubi. Viel Glück. Können wir jetzt endlich? Wir können jetzt. Jetzt sind wir im Free-Modus, richtig? Besuch Swift Tailoring, Schnellschneiderei, Swippy, Whippy. Huch, da sind wir reingekommen. Fortschritte können wir uns mit Tab angucken. Sehr gut. Guck mal hier. Was ist das denn? Achso, Leben. So, was haben wir hier? Das kann man ein bisschen ausruhen. Sehr gut. So, dann, warum sind wir denn eigentlich? Waren wir nicht schon? Wir waren doch schon, ne? Jawohl. Ach so. So, können wir... Nee, warte mal. Wie kann ich denn den Hebel runter machen? Bridgie McBridgeface wurde 1923 gebaut, ein Jahr nachdem Fiery McFire die alte Brücke, die hier einst stand, abgefackelt hatte. Ja, und wie komme ich hier rüber? Ich meinte, ich kann hier mit der Box rüber. Ich muss das Ding nicht aufmachen, aber... Schöner wäre es ja. Gut, jetzt können wir uns also hier frei bewegen. Glaube ich zumindest. Wer bist du denn? Bist du Freund oder Feind? Ich weiß nicht, ob du Freund oder Feind bist. Nee, ich glaube, der ist Freund. So, wie kommt man da rein? Ah, hier. Wie jetzt? Ach, das ist... Was? Ach, du heiliger Strohballen. Wie kommen wir denn über die Brücke? Sag doch mal. Auf alle Fälle, ich hätte jetzt gedacht, dass wir wieder dort leben, wo der Checkpoint ist. Und hier war doch ein Checkpoint vorher. Hier, wieder ein Checkpoint. Warum kann ich das nicht, ich wollte nicht... Können wir die wieder einsammeln? Oh. Okay, dann machen wir es nochmal. Sauber. Wir gucken uns mal hier noch ein bisschen kurz die Karte an, ne?
Was ist das da? Hier drüben, Newbie. Ich kann dir mit deiner Ausbildung helfen. Okay. Na, also bitte. So, jetzt. Wie gefallen dir die Paradise Isles bisher? Naja, ich liebe die weichen Strände und den warmen Sonnenschein. GPS vertraut mir am meisten, deswegen wurde ich damit beauftragt, dir auf dieser Insel zu helfen. Wenn du je irgendetwas wissen möchtest, komm zu mir gerollt. Ja, wie kriege ich die Brücke runter? Wie kann ich dir heute helfen? Finden Dinge wie zu spielen, stornieren. Stornieren? Nee, ich will davon gar nichts. Ach, verdammt. Du brauchst meine Hilfe doch nicht. Ah, tschüss, Nubi. Okay, ach, stornieren ist dann abbrechen, okay? Storno! Ach, hier, guck mal. Jawoll. Und man kann hier alles kaputt machen. Au, kaputt machen, was ist das hier? Hui! Okay, man kann sie also jetzt hier frei bewegen und müsste wahrscheinlich... wo ist das hier? Wow! Wow! Nein! So, wo kommen wir jetzt? Ah, wir kommen hier raus, aus der Postbox. Okay. Schade. Aber es sieht grafisch, sieht es wirklich sehr schön aus. Also, ich persönlich kann nicht meckern, muss ich sagen. Wer bist du denn hier? Und das hier? Okay, es sind einfach nur Kisten. Ah, nein. Man darf hier nicht auf diese Maus... Ah, auf diese Maustaste kommen. Oh, hier kann man fahren? Oh, ist ja Hammer. Wow. Cool. Na, das hier fällt. Aber ja. Sauber. Guck mal, hier drüben könnten wir wahrscheinlich so rüber, ne? Jawohl. Oh komm, hör auf. Das kann ja spaßig werden. Was ist hier? Hui. Na? Ach, der ist schon hinüber. Ah, und da müssen wir nochmal durchrollen. Und die haben wir jetzt befreit hier, ne? Danke, dass du mich aus diesem schrecklichen Käfig befreit hast. Willst du eine starke Tatsache über Boss White hören? Aber sowas von... Wusstest du, dass Boss White das erste fühlende Paket war, das von GPS hergestellt wurde? Nö. Aber danke für die Info. Ich weiß bloß nicht, was sie mir bringen soll. So, komm mal hier irgendwie hoch, wahrscheinlich irgendwann später. Hahaha. Huch. Guck mal hier. Aha, aha. So, man könnte jetzt hier nach und nach rüberhopseln, aber ich glaube, ich bin mit meinen Skills noch nicht so weit, ne? Also nicht, dass ich das nicht schaffen würde, aber... Wah. Wah. Schwung. Schwung. Oh, das wird jetzt... Schwieriger. Hui, jawoll. Also es hat sowas wie die alten Klassiker auf den Konsolen, ne, das Spiel. Also sprich, dass man, ja, also jetzt kein direkter Vergleich, aber sowas wie Crash Bandicoot oder, weiß ich nicht, Donkey Kong und, ne. Also es hat sowas davon auf alle Fälle. Was haben wir denn hier? Vorsicht! Okay. Share-Liker-Maschinen könnten Angst und oder Schrecken verursachen. Aha. Was jetzt? Da ist eine Briefmarke. Guck mal, habt ihr das gesehen? Da ist eine Briefmarke. Das ist eine Briefmarke. So, jetzt aber, komm. Und zurückfahren. Bitte. Nein! 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 Oh! Wie oft darf ich eigentlich sterben? Wahrscheinlich unendlich, ne? Dam-dam-dam-dam. Jetzt warten wir noch auf die Rückfahrt. Was ist das eigentlich da? Irgendwie so gelandet oder sowas.
Dab, 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 dab. Und wahrscheinlich auch das Hauptgebäude, ne? Von unserem absoluten Bösewicht. Das haben wir schon eingesammelt. So, was können wir hier noch machen? Hey, auszubildendes Zustellpaket. Cray braucht deine Hilfe, um den Turm wieder mit Strom zu versorgen. Zusätzlich leuchten die Stromkabel auf und Cray liebt Lichter. Okay, er liebt Lichter. So, Cray, komm mal her. Sie ist so hell. Die Leute bei GPS wollten nur nicht, dass ich in die Sonne gucke, damit sie sie für sich selbst haben können. Ah. Oh, hallo du da. Entweder bist du ein schwebendes Licht, das mich führen soll, während ich durch ein kleines englisches Dorf rolle. Oder du bist Newbie und hier, um mir beim Funkturm zu helfen. Der Funkturm macht nichts mehr, seitdem die Wildcards hier angekommen sind. Und nur so können wir GPS kontaktieren. Kannst du mir helfen, ihn wieder zum Laufen zu bringen? Dafür, dass du die hübschen Lichter wieder anmachst, gebe ich dir eine Marke, die ich gestern gefunden habe. Ich brauche keine Marken. Die sind nicht so hell wie Lichter. Okay. Ich sag mal jetzt erstmal stornieren. Und das sind wahrscheinlich die einzelnen Bereiche, ne? Oder? Das ist die Nähe meines Hauses. Ah, okay. Glaub ich. Turm 1. Finde heraus, wie du in das Kraftwerk gelangst. Ach so. Ach so. Okay. Wir können also hier rausfinden. Oh, durch die Schalter öffnet sich eine Tür. So, dann bleiben wir mal hier wieder stehen. Bis wir da nämlich reinfahren. Da müssen wir nämlich rein. Bam, 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 bam. Lam, bam, 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 bam. Du musst wohl durch dieses Rohr durch. Destination ist 0,1 Kilometer. So. Wow. Oh, hat mich... Was? Hat mich aber eben erschrocken, das Ding. Die Schalter muss sich hier irgendwo befinden. Okay, wir kriegen das... ganz gut gemeistert. Hey, groß und wunderschön. Genau wie GPS. Tja, damit haben wir Turm der Macht Nummer 1 gemeistert. Und was man hier noch so alles meistern kann? Oh, warte mal. GPS haben die Notfallschalter echt gerne an versteckten Plätzen. Aber du hast ihn gefunden und die hübschen Lichter wieder angemacht. Welchen Schalter willst du jetzt versuchen? Keinen. Aber willst du nicht den Funkturm retten? Die Wildcards besiegen? GPS retten? Die Lichter einschalten? Das werden wir alles irgendwie machen. Ich wollte aber erstmal nur das Spiel hier zeigen und dann sehe ich hier schon, oh Gott, das ist schon über eine halbe Stunde. Es ist sehr knuffig und keine Ahnung, wie sich das inhaltlich noch hier herausstellen wird. Ich denke mal, es ist relativ offen. Wir können die einzelnen Gebiete hier erkunden und wenn wir sie erkundet haben, haben wir einzelne neue Missionen, die wir angehen können und werden, so wie es ja auch gerade sichtbar war, dann dementsprechend an die Zielorte hin teleportiert, um die Mission zu machen. Also so hat es zumindest die Einschaltung. Oh, was ist das denn hier? Hui! Yay! Schön. Und sehr, sehr, sehr viele kleine Gimmicks und... Ach, ich muss aufpassen, dass ich nicht die linke Maustaste drücke, sonst packen wir uns immer aus hier. Ist doch doof, wenn wir uns auspacken. Wobei hier immer diese Kistchen sind. Was ist das denn? Oh, mehr Missionen. Viel mehr Missionen. Eine Brücke und... Vergiss nicht, die gefangenen Zippis zu retten. Ja, auch die. Ja, was soll ich sonst sagen? Ich guck mich hier nur kurz so ein bisschen um. Also das Spiel ist recht knuffig. Und ich denke mal, für ein Let's Play eher weniger. Wahrscheinlich eher für einen Stream ist sowas geeignet. Oder eben natürlich fürs eigene Spiel ist es auch interessant, also wenn man ohne, dass man hier die ganze Zeit bekugert wird, ne, für sich dann einfach spielt, ist es auch sehr interessant. Es hat eine sehr gute Physik soweit. Die Steuerung geht doch recht flink zur Hand, um einfach mal so ein kleines Feedback zu geben. Und
Ja, storymäßig denke ich mal, ist es so wie viele andere Spiele, die man in der Form kennt. Es sieht, wie gesagt, sehr interessant aus und interessant meine ich an der Stelle nicht abwerten. Es ist niedlich gemacht. Wo ist er da? Sowas zum Beispiel, ne? Es ist niedlich gemacht und ich glaube, das ist auch die Hauptsache. Also sprich, es reizt definitiv zum Weiterspielen. Die Frage nur, in welcher Form, die überlasse ich dann erstmal mir. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von diesem Spiel haltet, wie ihr das findet. Ob ihr es schön findet oder, würdet ihr es... Was? Was ist das? Würdet ihr es selber kaufen? Ach, das sind Hasen. Guck mal, eine Hasenbox. Würdet ihr es selber kaufen? Und... würdet ihr es spielen wollen oder was könnte man verbessern? So eine Sachen halt. Einfach mal ein Feedback. Pro, Contra, schieß mich tot, was ist das hier alles? Ah, das ist dieses Nitro, vorsichtig. Um einfach mal einen Überblick zu bekommen, wie wirkt das Spiel hier auch auf andere? Das ist ja nicht nur immer mein Part. Also ich finde es sehr interessant, sehr knuffig, aber eben halt nicht zwingend für ein Let's Play. Ja, guck mal hier. Weil dafür ist, denke ich mal, nicht so viel Abwechslung da. Guck mal, boff. Was haben wir hier noch? Ein Flugzeug. Aua, 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 aua. Und noch mehr. Ninjas hier. Aua. Was ist denn hier los? Was? Was? Bitte was? Hä? Ich weiß gar nicht, was das Spiel gerade von mir will. Aber wir lassen uns überraschen. Vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall fürs Zusehen. Und bis in einem der anderen Videos. Würde mich sehr freuen. Euer Firefox.